Großartig, lieber Martin. Ganz lieben Dank an diesem Samstagvormittag mit der Deutschen Bahn angereist. Wäre gestern gar nicht möglich gewesen. Dankeschön, Martin Müller, dass du heute hier bist. Auch im Foyer hat er bereits für Sie gespielt und wird auch noch zum Schluss der Veranstaltung für Sie spielen und spielt auch gerne. Hast du noch Termine für dein Privat, also für die Weihnachtsfeier eventuell übrig? Ja, da kommen wir nachher nochmal ins Gespräch miteinander. So, und wir fangen gleich mal mit einem kleinen Problem an. Eigentlich würde diese Veranstaltung laut Plan, laut Protokoll, wir sind ja im Landtag, um 11 Uhr anfangen. Jetzt haben wir es aber, wenn wir es gerade sehen, wir sind ja, wir kennen den alten Slogan noch, im Land der Frühaufsteher. Haben Sie denn was dagegen, wenn wir jetzt schon anfangen? Ja, gut, dann denken wir mal modern, so wie es jetzt heißt, bei uns im Land und fangen gleich an. Ich denke, das ist auch ganz gut, dann können wir schneller essen gehen später. Das stimmt. Mittagstisch ist vorbereitet. Hoffentlich ist dann das Essen auch schon früher fertig. Erstmal herzlich willkommen, schön, dass Sie alle da sind. Sowohl Nadine Radke als auch mein Name Holger Tapper dürfen Sie recht herzlich begrüßen und wir können uns jetzt schon mal vor Ihnen verneigen, denn Sie machen das, was ich, glaube ich, nur ein einziges Mal in meiner Jugend gemacht habe, indem ich ein Ehrenamt übernommen habe. Und zwar beim Schulfest habe ich mal Kuchen verkauft auf dem Bazar und die meisten davon habe ich auch noch selbst gegessen. Ich weiß nicht, ob sowas auch als Ehrenamt gilt, aber ansonsten wecken wir Sie normalerweise in Sachsen-Anhalt. Heute dürfen wir Sie ehren zusammen und vor allem hier herzlich begrüßen im Landtag. Kommt auch nicht jeden Tag vor, deswegen haben wir auf Ihr gesagt, klar, unser Respekt Ihnen gegenüber führt Sie heute und uns hierher und dass Sie heute mal auf ganz besonderen Plätzen sitzen. Deswegen ganz kurz die Vorwarnung, weil wir im Landtag sitzen, bitte während der Veranstaltung nicht einschlafen. Ja, das wäre super. Schön, dass Sie da sind und nochmal einen Applaus für Sie alle. Schön, dass Sie heute hergefunden haben. Danke. Wir haben aber gerade eben festgestellt, heute ist dieser Samstag ohne Ordnungsruf über die Bühne zu bringen. Das heißt, wir sind alle fröhlich, freuen uns, dass wir alle zusammensitzen und vor allem uns auch untereinander kennenlernen werden, hoffe ich mal, und vielleicht auch austauschen, gerade was das Ehrenamt an sich angeht. Und er hat versprochen, die Glocke wird heute nicht rausgeholt, die gibt es normalerweise nur beim Ordnungsruf. Begrüßen Sie recht herzlich mit mir den Landtagspräsidenten, quasi den Hausherrn, Herrn Dr. Gunnar Schellenberger. Herr Dr. Schellenberger, wir haben von Ihnen erfahren, dass Ihnen Ehrenamt wirklich sehr am Herzen liegt. Können Sie ein bisschen erzählen, warum das so ist, warum Sie es so wichtig finden? Ja, das ist eine ganz einfache Geschichte. Ohne die Ehrenamtlichen würde, wäre alles gar nicht möglich. Und ich kann mich bei Ihnen wirklich nur bedanken. Und das ist nicht nur, dass wir das heute machen wollen, sondern Sie machen das ja das ganze Jahr lang. Und die Gesellschaft braucht Sie einfach. Die braucht Ihre Hilfe. Denn was Sie leisten, ohne dem wäre die Gesellschaft gar nicht mehr bestandsfähig. Und deshalb ist es für uns eine ganz besondere Art und Weise, heute mal bei Ihnen Danke zu sagen. Und wir haben das ist eine uralte Tradition hier im Landtag. Die ging mal zurück auf den Landtagspräsidenten Herrn Keitel. Der hat das 96 mal angefangen und hat gesagt, wir ehren hier im Landtag und irgendwann ist es dann mal gerutscht, gemeinsam mit der Staatskanzlei haben wir das gemacht, jährlich durchgeführt und wir haben gesagt, wir wollen das wieder mal zurückholen. Im Ältestenrat ist dann die Entscheidung getroffen worden, zu sagen, wir holen das Ehrenamt wieder mal zurück ins Hohe Haus, wo es hingehört, diese Danksagung, und stellen das unter die Rubrik 97, Treffen 97. Mit den 97, das hat was damit zu tun, 97 Abgeordnete, sie sind also die Plätze für 97 ausgelegt und Sie haben heute die Möglichkeit, diese Plätze der 97 Abgeordneten einzunehmen. Und die Abgeordneten dürfen dann heute ausnahmsweise mal auf die Tribüne. Das durften die schon einmal und das war während der Pandemiezeiten. Da musste ich auch mal ein paar einige auslagern, damit schon ein bisschen Platz ist. Also auf jeden Fall. Sehen Sie, Sie sitzen jetzt genau an der Stelle, wo sonst die Landtagsabgeordneten sind. Und Herr Tapper, hier schläft keiner, da passe ich schon auf. Hier sind alle wach. Das ist unser Job. Denn wir arbeiten für Sie als folgt. Wir machen Ihre Gesetze. Und das machen wir nächste Woche von Montag bis Donnerstag. Und ich kann Ihnen sagen, das wird ziemlich anstrengend. Es geht um viel Geld, damit Sie ordentlich arbeiten können. Und wir brauchen rechtzeitig einen ordentlichen Haushalt, damit auch ein Ehrenamt ein Stück weit unterstützt werden kann, damit die Vereine arbeiten können. Da sind wir uns ganz klar bewusst. Wir schaffen die Voraussetzungen, dass Sie gute Arbeit leisten. Und diese gute Arbeit,
Die brauchen wir und deshalb herzlichen Dank dafür, dass Sie das immer machen. Wir arbeiten hier flexibel, wir beide, wir haben uns vorhin schon mal abgestimmt, wir kriegen das gemeinsam in den Griff. So, also ich bin ja nicht so Mikrofon erfahren, Sekunde. Machen wir es einfach mal so. Ach, das funktioniert, großartig. Ganz lieben Dank, lieber Landtagspräsident Dr. Schellenberger. Wir werden Sie gleich noch in einer kleinen Runde hören, auch gerade was die Zukunft angeht vom Ehrenamt, was man vielleicht verbessern kann, wo es Punkte gibt, wo man vielleicht auch noch ein bisschen helfen kann, andere unterstützen kann. Und heute an diesem Samstag gibt es noch etwas ganz Besonderes. Dieser Tag an sich fing ja auch schon wunderbar an. Sie wurden unten im Foyer empfangen vom Landtag. Sie dürfen auf den Plätzen der Abgeordneten sitzen. Wir haben Sie nach oben geschickt. Und es wird noch etwas ganz Besonderes heute passieren, und zwar mit einigen von Ihnen. Sie sind alle ganz besonders. Und wir möchten mit einigen von Ihnen noch etwas Besonderes heute hier an diesem Samstagvormittag veranstalten. Das klingt jetzt so, als würden wir noch irgendwie so eine Führung durch den Landtag machen. Nein, es ist etwas, was die Würdigung angeht. So nicht Treppen hoch, Treppen runter, bis man nicht mehr kann? Das hatten wir ausgeschlossen, obwohl ich die Turnschuhe anhabe. Ich hoffe, es ist nicht verboten im Landtag. Das weiß ich jetzt gar nicht. Einige von Ihnen hier werden heute ganz besonders geehrt, und wie Sie sich sicher denken können, wird dabei keine Münze geworfen, sondern es gibt eine wundervolle Jury. Diese Jury besteht aus Menschen, die in der verschiedensten Art und Weise mit Ehrenamt zu tun haben. Entweder persönlich, weil sie es selbst ausüben, oder weil sie es beruflich begleiten. Und dieser Jury ist die Aufgabe zugefallen, alle Vorschläge der Abgeordneten zu prüfen, unter die Lupe zu nehmen und zu bewerten und herauszufiltern, wer heute besonders geehrt wird. Und diese Jury möchte ich Ihnen vorstellen. Den ersten Herrn haben Sie schon kennengelernt, Herrn Dr. Gunnar Schellenberger ist mit in der Jury, der Landtagspräsident. Außerdem die Vizepräsidentin des Landtages, Frau Annemarie Keding. Die kann leider heute nicht da sein. Die hat schon vor ganz, ganz langer Zeit einen Termin gebucht gehabt. Den muss sie dann leider wahrnehmen, dementsprechend ist sie leider nicht hier, aber machen Sie sich keine Gedanken, auch sie hat gut abgestimmt und gut geprüft für Sie. Außerdem ist der Herr Wulf Gallert, der Landtagsvizepräsident, mit dort und war auch in der Jury anwesend. Wir haben für Sie Frau Tina Wilhelm, das ist die Programmdirektorin Funkhaus Halle von Radio Brocken und 89.0 RTL. Herr Marc Rath, der Chefredakteur der Mitteldeutschen Zeitung und der Volksstimme. Und jetzt wird es ein bisschen länger, das muss ich auch ablesen, das konnte ich mir nicht alles merken. Herr Dr. Holger Backhaus-Maul, verantwortlicher wissenschaftlicher Mitarbeiter für das Fachgebiet Recht, Verwaltung und Organisation der Philosophischen Fakultät 3 Erziehungswissenschaft der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Moment! Und seit 2020 Projektleiter im Forschungsinstitut Gemeinschaftlicher Zusammenhalt. Willkommen! Jetzt wird es wieder ein bisschen kürzer, wir dürfen auch begrüßen in der Jury Herrn Felix Kaminski, seit diesem Jahr der Geschäftsführer des offenen Kanals in Magdeburg. Außerdem für Sie in der Jury gewesen Christine Sattler, die Geschäftsführerin der Freiwilligenagentur Halle-Saalkreis. Die ist leider nicht da und das tut ihr auch wirklich sehr, sehr leid. Aber sie musste sich gestern mit Corona krank melden und deswegen lässt sie ganz, ganz liebe Grüße ausrichten. Und leider auch nicht da, terminlich verhindert, Professor Matthias Quent von der Hochschule Magdeburg-Stendal vom Institut für demografische Kultur. Diese Jury, ich weiß nicht, ob Sie mitgezählt haben, sind einige Leute, diese Jury hat mehrere Tage die Vorschläge geprüft und bewertet und anschließend eine mehrstündige Sitzung gehabt, die laut Aussage der Jurymitglieder doch sehr harmonisch abgelaufen ist und hat für Sie ausgewählt die Preisträger in folgenden Kategorien: Soziales und politisches Engagement, Kinder-, Jugend- und Sportarbeit, Kultur, Heimat und Brauchtum, Umwelt und Nachhaltigkeit. Und so viel sei schon vorweg gesagt, die Jurymitglieder waren alle begeistert über so viel Engagement, dass jeder Einzelne an den Tag legt und jeden Tag unter Beweis stellt. Vielen Dank dafür. Ja, ich merke,
Ich merke gerade, mit dem Mikrofon ist wie bei der Oscarverleihung. Nach mindestens 40 Sekunden geht sofort das Mikrofon aus. Aber ich finde, wir dürfen heute ruhig ein paar Worte mehr finden, gerade wenn wir Sie und euch würdigen werden. Oh, da gehen wir da drüber. Dürfen wir das benutzen? Ich meine, ja, logischerweise sind wir im Landtag, da haben wir immer eine Möglichkeit, was zu schalten. Moment mal kurz, dessen. Ruhe bitte, Ruhe. So. Ja, aber wir möchten ganz gerne... Das maße ich mir nicht an, Herr Dr. Schellenberger, bitte jetzt nicht. Aber das Mikrofon funktioniert hier wieder. Dankeschön dem lieben Felix, dankeschön für die Technik, danke. Wir möchten ganz gerne an diesen Tisch zu uns Personen bitten, die sich auch mit dem Ehrenamt beschäftigen und eben auch in der Jury waren in letzter Zeit. Wenn Sie mir bitte noch mal sagen würden, was Herr Backhaus Maul alles zu bieten hat in seiner Vita. Oh, da wird es schwierig. Eine ganze Menge. Gut, und wenn es nur der Doktortitel ist, aber ich freue mich sehr, dass er auch nicht nur mit mir den gemeinsamen Vornamen trägt, sondern sich auch sehr fürs Ehrenamt einsetzt. Und da sind wir dann auch gleich mal im Punkt. Nochmal Ihr Applaus. Dankeschön, dass Sie heute hier sind. Herr Dr. Schellenberger, Sie brauchen sich gar nicht hinsetzen. Wir haben ja so eine kleine Diskussionsrunde eingebaut mit Ihnen. Und auch die Dame, die neben Ihnen sitzt, die können Sie auch gerne mitbringen. Und zwar die Programmdirektorin und Geschäftsführerin von 89.0 RTL und Radio Brocken, Tina Wilhelm. Ach, vielleicht müssen wir uns ja gar nicht an den Tisch stellen, sondern bleiben einfach hier so locker stehen, oder? In der ersten Reihe sind auch noch Plätze frei, da können wir es theoretisch auch hinsetzen, aber bleiben einfach mal so hier. Herr Dr. Backhaus-Maul, Sie beschäftigen sich, glaube ich, schon seit über 30 Jahren durch Ihre Soziologie und durch die Verwaltungswissenschaften, die Sie beschäftigen, eben auch mit dem Ehrenamt. Was konnten Sie in den letzten 3 Jahrzehnten feststellen, wie sich vielleicht auch das Ehrenamt verändert hat? Was haben Sie gesagt? Wann endet die Veranstaltung? Soll ich jetzt... Ich mache Ihnen nur ein kleines Beispiel. Also es ist mir natürlich ein besonderes Vergnügen, Sie heute zu sehen, weil hinter Ihnen ist die Sonne. Sie sitzen hier. Ich finde das eine würdevolle Variante eines Landtages, zu sagen, Sie sitzen jetzt mal da. Das ist ein Stück Anerkennung. Und ich finde, Sie könnten natürlich ein bisschen jünger sein, wenn ich mir den Bevölkerungsdurchschnitt angucke. Aber Sie sind, wenn ich das so sagen kann, bilden Sie Gesellschaft schon in einer feinen Art und Weise ab, wenn ich das hier von vorne so skizzieren darf. Die Frage ist schwierig. Ich mache das ganz kurz. Sie sprechen über Ehrenamt. Das Feld ist ja viel größer. Also wenn wir über Engagement sprechen an Universitäten, seien Sie nicht beunruhigt. Also ich werde Sie jetzt nicht mit Wissenschaft quälen an der Stelle. Aber dann sprechen wir über ein freiwilliges Engagement. Wir sprechen über ein bürgerschaftliches und wir sprechen über das Ehrenamt. Das Ehrenamt ist so der Begriff, der ganz üblich ist und gebräuchlich. Aber im Grunde, ich glaube, Sie bilden das auch ab und sollten auch so breit denken. Engagement ist breit und vielfältig. Das reicht vom THW bis hin, ich helfe meiner Nachbarin. Und es hat, und das ist uns in der Forschung wichtig, immer auch eine gesellschaftspolitische Variante. Es ist ja nicht nur so, dass Sie Gutes tun, sondern Sie wollen mitgestalten und Sie wollen auch mitentscheiden in den Sie betreffenden Angelegenheiten. Deswegen ist das Passungsverhältnis zwischen Politik, Herr Dr. Schellenberger, und Engagierten ziemlich gut eigentlich, weil beide das irgendwie auch das Gleiche, wenn nicht gar dasselbe wollen. Jetzt gerade, wenn man das Ehrenamt an sich ansieht, Sie haben mir im kleinen Vorgespräch erzählt, dass dieses Wort für Sie, Ehrenamt, ein wenig sperrig ist. Und gerade, wenn man heutzutage selbst Hausmeister als Facility Manager bezeichnet, gibt es auch da etwas in Ihrem Sinn, jetzt vielleicht das Ehrenamt auch vom Wort her knackiger machen kann, damit man vielleicht auch alleine nur durch das Wort auch noch mehr Menschen heranziehen kann? Na, Sie sind hartnäckig. Ich habe eben schon versucht, ganz zart mit diesem Begriff Engagement das ein bisschen einzuführen und dann seien Sie entspannter. Ich glaube, wir machen jetzt nicht darüber zu diskutieren, welcher Begriff besser passt, sondern sehen Sie das sehr pluralistisch, sehr breit, was man unter Engagement in modernen Gesellschaften fassen kann. Sie sind ein Abbild davon, deswegen, glaube ich, können wir ganz entspannt sein. Und Sie haben mich nach Forschung gefragt. Sie sind ja nur ein kleiner Ausschnitt, sicherlich ein wichtiger Ausschnitt in Sachsen-Anhalt. Aber wenn wir uns überlegen, also dass gut 2/3 der deutschen Wohnbevölkerung engagiert ist, engagiert war oder will, dann ist das im Grunde eine hervorragende Ausgangssituation. Ja, also das Nörgeln über die deutsche Gesellschaft, keiner macht etwas oder die Jugend oder die Alten, es ist müde. Diese Gesellschaft ist in einem hohen Maße engagiert
Jetzt kommt der Nachsatz, und das ist einer der wichtigen Forschungsbefunde, die wir immer wieder haben. Die Bedingungen müssten etwas besser sein. Wir haben engagiert, manche der Verzweiflung sind, in prekären Situationen, die wenig Unterstützung erfahren, Räumlichkeiten, Aufwandsentschädigungen, und das ist die Lücke. Eine Anerkennung in dieser Form ist immer nur der erste Schritt. Eine Anerkennung in dieser Form, danke für Tipps von da oben. Also eine Anerkennung in dieser Form ist der erste Schritt. Entscheidend ist, was macht ein Land danach und was machen Sie auch als Engagierte, wie akquirieren Sie Geld? Ohne, dass Sie immer sagen, öffentliche Fördertöpfe, die ich gucke jetzt mal rüber, schmal sein werden in den nächsten Jahren. Danke, Herr Dr. Backhaus-Maul. Ja, wir haben gerade gehört von Ihnen, 2/3 sind im Land engagiert. Aus Mediensicht, Frau Wilhelm, wie glauben Sie, kann man das Ehrenamt noch attraktiver für die Menschen machen? Also ich möchte mich auch erstmal nochmal bedanken bei Ihnen allen und finde das ganz toll, dass wir heute hier so zusammen sind, inklusive Sonne und in diesen Räumen. Wie können wir das Ehrenamt noch populärer machen? Ich finde, wir haben da, Sie von RAW, wir vom Funkhaus Halle und viele Medien hier im Land die Aufgabe, sie sichtbar zu machen, sie ins Rampenlicht zu stellen, Ehrenamt ins Rampenlicht zu stellen, darüber zu sprechen, was gibt es für Möglichkeiten, was machen sie schon, wo kann ich mich engagieren, was sind die Vorteile auch von Ehrenamt, das ist ja ganz, ganz breit gefächert und ich bin immer ein bisschen irritiert, aber ich mache einfach weiter, so haben wir das gelernt beim Radio. Also ja, darum geht es, das haben wir uns vorgenommen, daran werden wir weiterarbeiten. Und ganz speziell bei Radio Brocken kümmern wir uns darum, Sie zu begleiten, Sie in den... Und das werden wir auch weiter tun. Vielen Dank. Kleine technische Probleme, aber ich glaube, das Wichtigste ist rübergekommen, Frau Wilhelm. Herr Dr. Schellenberger, die Forderung zu den Finanzen. Darf ich da fragen, wie Sie spontan darauf reagieren würden? Die Finanzer, da sitzen vielleicht einige von den Fraktionsvorsitzenden. Finanzer habe ich jetzt zwar auch mal gesehen, aber die Frage lässt sich ganz einfach lösen. Das Parlament hat diese Veranstaltung organisiert unter dem Motto 97 Treffen 97. Und ich glaube, das ist ja genau das Signal, was Sie brauchen, was die Abgeordneten Ihnen senden. Sie sind bei Ihnen, weil sie wissen, was sie für eine gute Arbeit leisten. Und deshalb spiegelt das auch zurück. Und ich kann Ihnen sagen, in den Haushaltsverhandlungen spielt auch sowas eine wesentliche Rolle, diese Bedingungen zu setzen. Natürlich sind wir nicht bei Wünsch dir was. Das ist auch klar. Muss man auch ehrlich sagen. Da muss man die Voraussetzungen... Muss man betrachten, muss genau analysieren, was geht, was ist sinnvoll. Wo kann man verbessern? Und das ist genau die Aufgabe, aber ich freue mich auch wirklich ganz sehr, dass wir diese Veranstaltung heute hier haben. Denn das soll ja ein Signal sein. Das soll Ihnen helfen, in Ihren Medien das weiter zu verbreiten, wie wichtig das ist. Und uns soll es helfen, zu überlegen, wie können wir Sie in Zukunft noch weiter, noch besser unterstützen. Also ganz einfaches Spiel. Auch gerade als das Mikrofon vielleicht jetzt nicht hörbar war, Ihre Stimme war trotzdem da. Man hat, glaube ich, festgenommen und mit festgestellt, dass Sie was tun werden. Ja, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Das ist super. Falls es direkt von den Abgeordneten, die heute dort oben auf den Tribünen sitzen, noch irgendwelche Wortbeiträge gibt, wie Sie sich das in Zukunft vorstellen, was das Ehrenamt angeht, können Sie sich gerne bei Frau Fuchs melden. Ja, und auch dort oben ist jemand für Sie zur Verfügung. Also ansonsten genießen Sie einfach weiter den heutigen Tag hier. Also, falls nicht, aber Sie hätten die Möglichkeit, sagen wir es mal so, das wollten wir nicht ausschließen. Gut, ich gucke nochmal nach links und rechts auf die Tribünen. Ja, bitte, Herr Dr. Schellenberger. Ja, ich muss noch einen ganz kleinen Zusatz geben. Wie wichtig das mit dem Ehrenamt heute genommen wird, sieht man an dem Beispiel Frau Simon Kuch, die hat heute Geburtstag und kommt extra trotzdem her. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Und hinzu kommt, das darf man auch an dieser Stelle erwähnen, da laden wir gleich alle mal ein, denn die Frau Simon Kuch hat nämlich alle eingeladen heute zum Basketballspiel, wenn ihre Jungs vom Mitteldeutschen Basketballclub spielen, oder? Bist du trotzdem heute hier? Finde ich großartig, sehr schön. Dankeschön.
Ja, vielen Dank für die Ausblicke, für die Einblicke, wie wir mit dem Ehrenamt nicht nur weiterleben, mit diesem Engagement von den Einzelnen in unserer Gesellschaft, sondern was wir vielleicht hier und da vielleicht noch ein bisschen schrauben können, dass vielleicht noch mehr Menschen sagen, dass es nicht nur 2/3 bei uns in Sachsen-Anhalt sind, sondern vielleicht gleich 3/3, dass fast jeder irgendwie was macht für die anderen. Das wäre nicht schlecht und sei es nur, Sie haben das so schön erwähnt, wenn man sich um die Nachbarin oder den Nachbarn kümmert. Das wäre wunderbar. Sie möchten noch was sagen? Na, ich habe noch eine Frage. Also jetzt als zum Beispiel fast anonymisiert. Was müssten wir tun, um Sie, der Sie ja so wenig Engagementerfahrung haben, zu begeistern für das, was die tun? Ich glaube, Sie müssen mich gar nicht begeistern. Ich glaube, das ist wie so oft in der Gesellschaft, wenn man sich so hinterfragt, dieser Punkt einfach machen. Das Interessante ist, ich gebe es meinen Kindern immer mit, mach einfach. Wenn die mit irgendwelchen Wünschen ankommen, wenn die irgendwas machen wollen, dann sage ich als Vater, mach einfach. Aber das Problem ist, dass man als Erwachsener das vielleicht gar nicht macht. Und das ist eben so der Punkt. Wie oft habe ich darüber nachgedacht, dass ich mich gerne für die Tafel engagieren möchte, gerade nachdem ich im letzten Jahr bei einigen zum Tag der Deutschen Einheit mit einigen Botschaftern aus den einzelnen Bundesländern unterwegs war, unter anderem auch mit der bundesweiten Chefin der Tafel. Ich habe mich auseinandergesetzt mit ihr und sehe diese Bilder gerade in der heutigen Zeit, wie wichtig es ist, gerade da auch zu geben, weiterzugeben, auch sich da zu engagieren. Vom Prinzip her, die Zeit hätte ich, dann kürzen wir einfach mal unsere Konferenzen nach der Morningshow und schon bin ich um 12 Uhr direkt bei der Tafel. Also vielleicht gebe ich das auch mal weiter an unsere Programmdirektion, damit ich dann da noch ein bisschen mehr Zeit habe. Aber ansonsten haben Sie natürlich recht, einfach machen und ich glaube, da sollte ich mich gerade mit dem heutigen Tag noch mal mit beschäftigen und daran halten. Danke nochmal für die Inspiration. Danke. Dann danken wir recht herzlich der Jury und würden uns jetzt den Leuten zuwenden, die hier im Mittelpunkt stehen sollen heute. Und das seid ihr, das sind Sie. Wir freuen uns wirklich sehr, sehr darüber, dass wir Sie heute alle kennenlernen dürfen, vielleicht auch noch mal ein bisschen näher. Ja, würde ich sehr schön finden. Also ich hätte ja nichts dagegen, wenn du mal so ein bisschen ja, durch die Reihen der einzelnen Abgeordneten läufst. Oder, okay. Ja, ich habe Hacken an, du weißt, ne? Schick mich nicht zu weit, bitte. Also wir werden dich akustisch verfolgen, in welche Richtung es geht. Wir können mal die Augen schließen und merken dann, in welche Richtung es gehen wird. Vielleicht mal so, ach, such dir irgendwas aus. Du machst ja eh dein Ding. Ach, guck mal, das ist ein total schönes Lächeln dort hinten. Hallo, guten Tag, Hallöchen. Darf ich ganz kurz fragen, wie Sie heißen, woher Sie kommen und von welchem Verein Sie sind, welches Ehrenamt Sie ausüben? Guten Tag, ich bin Schatzmeisterin in der Interessengemeinschaft auf dem Bund Anders in der Volkssolidarität Elbe-Mulde in Sachsen-Anhalt und wir haben uns 2015 gegründet, um geflüchteten Menschen zu helfen und Menschen, die in sozialen Schwierigkeiten sind, haben mittlerweile eine große Bandbreite erreicht, also auch Menschen, die obdachlos waren, haben wir wieder zu Wohnungen verholfen, die jetzt engagiert sind bei uns. Zum Beispiel das Kaffee mitmachen. Jeden Donnerstag haben wir ein offenes Kaffee von 18 bis 20 Uhr. Lade ich Sie gerne herzlich ein. Sie können kommen. Das ist also ein kleiner Schritt. Dann ja, geht's los. Danke. Nehme ich sofort an. Sie sind dabei. Und ja, also da wird immer Kaffee und Herzhaftes angeboten. Und beim Sprechen, Spielen kommt man einfach ins Gespräch. Die Schwellen werden abgebaut. Die Menschen lernen sich kennen und helfen auch einander. Und das finde ich schön, dass Menschen, denen wir geholfen haben, dann wieder anderen Menschen helfen, dass wir in der Gesellschaft mehr Zuwendung bekommen. Wir machen Kinderfeste. Wir treffen uns immer dienstags zur Versammlung. Freitags haben wir Beratungstag. Also wir versuchen einfach, die Menschen miteinander in Kontakt zu bringen und dass wir uns besser verstehen und Frieden herrscht und nicht, wie es begonnen hat bei uns mit Anschlägen. Das wollen wir nie wieder. Danke. Dankeschön. Auch so schön, dass wir jetzt einiges über Sie erfahren haben. Vielen Dank. Und das möchten wir ganz gerne würdigen. Und zwar mit den Worten des Chefredakteurs der Volksstimme und der Mitteldeutschen Zeitung, Herrn Marc Rath. Eins reicht. Vielen Dank. Ja, wir haben von Frau Bauer eben schon einen sehr, sehr schönen Einblick bekommen. Den hat die Jury auch ähnlich gewürdigt und will ihn würdigen. Seit 2016, Frau Bauer hat es eben schon kurz gesagt, gibt es in Gräfenhainichen offen, bunt, anders. Aus der Initiative, die damals Geflüchtete beim Ankommen unterstützen wollte, um damit
ein vielfältiges und weltoffenes Gräfenhainichen zu setzen. Wir alle wissen noch, wenn wir ehrlich sind, das war gar nicht so einfach. Nach den ersten schönen Bildern gab es auch viele Situationen vor Ort, und so war das auch in Gräfenhainichen, wo das gar nicht so einfach war. Und daraus ist, auch das hat Frau Bauer eben schon mal skizziert, inzwischen weitaus mehr geworden. Denn offen, bunt und anders, und das findet die Jury, leistet vielfältige Arbeit für alle Menschen, die Hilfe bei der Organisation ihres Alltags brauchen. Und damit ist sie in der Region letztendlich unverzichtbar geworden. Wir haben schon ein paar Aufzählungen gehört. Ich will das aber gerne auch noch mal, weil das so eine Breite ist, wie ich und wie wir finden, auch noch mal gerne nennen. Kinderspielnachmittage, Begleitung auf Ämter, Hausaufgabenhilfe, Hilfe für Analphabeten, Seniorenbegleitung, Sozialflohmärkte bis hin zur Unterstützung in fast allen Lebenslagen. Offen, bunt und anders ist hier zur ersten Anlaufstelle geworden. Sie kriegen nächstes Jahr Besuch, nicht nur Holger Tapper kommt. Wir haben uns vorher schon Frau Bauer kurz gesehen. Auch ich werde mal, ich war nämlich noch nie in Gräfenhainichen, gute Gelegenheit, also Donnerstag 18 Uhr im neuen Jahr mal vorbeizuschauen. Und das Tolle, was ich finde, ist, viele Initiativen, das kennen Sie auch, am Anfang hat man einen großen Zulauf, das bröckelt immer mehr ab. Bei Offenbund anders ist das glücklicherweise anders. Da hat man mal mit 15 gestartet und ist inzwischen bei 50. Renate Bauer steht dabei stellvertretend eben für diese 50, die sich hier einbringen. Diese Initiative ist zu einem Ort gelebter Solidarität geworden und damit aller ihren Wert. Die Jury zeichnet Sie, Frau Bauer, wie aber auch die anderen, mit einer ehrenden Nennung in der Kategorie Soziales und politisches Engagement aus. Herzlichen Glückwunsch. So, mein Kalender füllt sich langsam. Gräfenhainichen habe ich schon auf dem Plan. Im Übrigen werde ich Gräfenhainichen immer mit dem neuen Jahrtausend verbinden. Da habe ich kann mich an die Diskothek gar nicht mehr erinnern, aber ins neue Jahrtausend reingefeiert. Und es wird mal wieder Zeit, dass ich zu Ihnen komme. Und nicht nur dort, es gibt noch, mit dem Mikrofon kriegen wir es. Wir haben hier Auswahl. Im Zweifel kann ich auch laut reden, ist kein Problem. Sie verstehen mich aber da oben, ne? Ach, ist das schön, wenn Sie nicken und den Daumen hochhalten. Finde ich super. Versuch's hier nochmal. Wunderbar, sehr schön. Soll ich nochmal? Lieben gern. Ich fand das eigentlich sehr inspirierend jetzt gerade. Hat gerade Spaß gemacht, ja. Ja, zieh doch einfach nochmal hier durch die Reihen. Ich würde es nochmal da lang probieren. Ich mache dir jetzt keine Vorgaben. Du gehst dahin, wo du gerne hingehen möchtest. Das ist ja mal was Neues. Ja. So, kriege dann Montag früh alles zurück. Erklimme ich hier die Stufen und hoffe, dass ich nicht ausrutsche. Ach, gucken Sie mal. Gucken Sie mal, wie schön. Wie schön. Das sieht auch gut aus von hier oben. Sehr schön. Wen steuerst du an? Ich guck mal hier. Frau Susanne Neumann. Sie sitzen hier so schön, gemütlich. Geht's Ihnen gut? Ja, danke. Woher kommen Sie und für welchen Verein sind Sie tätig? Ich komme aus Halle und komme praktisch im Auftrag der Bürgerstiftung und der Freiwilligenagentur Halle. Was machen Sie am liebsten in Ihrem Verein? Wir machen über die Bürgerstiftung und die Freiwilligenagentur monatliche Müllsammelaktionen. Jeweils in unterschiedlichen Stadtgebieten. Also man lernt auch mal andere Stadtgebiete kennen, in denen man sich sonst nicht aufhält in seiner Blase. Ja? Und engagiert sich dafür 2-3 Stunden pro Monat. Ach, das ist schön. Vielen, vielen Dank für Ihr Engagement. Nur für mich zur Orientierung, wann treffen Sie sich? immer montags, also der erste Montag im Monat. Gut, danke schön. Der dürfte bei dir frei sein, ne? Montags haben wir nicht so viele Konferenzen. So, wann kennst du meinen Kalender? Gut. Die Uhrzeit? Na, die schwankt manchmal ein bisschen. Also das ist jahreszeitabhängig. 16, 17 Uhr muss man das einplanen. Lässt sich einrichten. Das ist mein Sohn beim Fußballtraining, im Übrigen auch von ganz tollen ehrenamtlichen Fußballtrainern, was ich auch spitze finde. Oder du machst es auf deinen Hunderunden und Joggingrunden. Wir finden auf jeden Fall schon eine Lösung und wir finden jetzt wunderbare Worte über Sie. Und zwar mit dem Chef des offenen Kanals Magdeburg, Herrn Felix Kaminski. Die
Schönen guten Tag. Frau Susanne Neumann hat sich 2020 beim Bürgerbeteiligungsprojekt Halle besser machen der Bürgerstiftung Halle gleich mit verschiedenen Ideen eingebracht. Eine ihrer Ideen war Auslöser dafür, dass die Bürgerstiftung Halle, die Freiwilligenagentur Halle und die Stadthalle seit Juli 2021 regelmäßig einmal im Monat zum gemeinsamen Müllsammeln aufrufen. Auf den ersten Blick macht ihre Idee, regelmäßig zum gemeinsamen Müllsammeln aufzurufen, nicht sonderlich spektakulär klingen. Auf einen zweiten Blick zeigt sich das hohe Potenzial zur Übertragbarkeit und Nachahmung. Damit hat sie bei der Jury einen Nerv getroffen. Neben der Beseitigung von unachtsam in der Umwelt entsorgtem Müll trägt die Aktion nicht nur zur Verschönerung der Stadt bei. Frau Neumann setzt mit ihrer Initiative ein Zeichen, denn an dieser Problematik etwas zu ändern, bedarf es eines Umdenkens bei jedem Einzelnen. Sich regelmäßig und wiederkehrend mit Ausdauer und Langmut um das Entsorgen des Mülls anderer zu kümmern, findet die Jury, ist schon aller Ehren wert. Und spricht Frau Neumann als Ideengeberin und treibende Kraft der Müllsammelaktion Anpacken, Eintüten, Müllsammeln am Montag ihren Dank und ihren Respekt aus mit einer ehrenden Nennung in der Kategorie Umwelt und Nachhaltigkeit. Vielen Dank. Ja, Nadine, wenn du da oben so stehst, ich meine, ich glaube, der Weg ist länger, wenn du jetzt runterkommst, dann bleib doch gleich da oben und lauf noch ein bisschen rum. Es ist vor allem auch schön, mal von der Seite aus zu sehen, was ich gerade eben von hier unten gesehen habe. Und das Hundertwasserhaus zum Beispiel. Hier gibt es ein Gitter. Ja. Das ist so ein, oh, und eine warme Heizung, das ist schön. Das ist schön für die Schuhe. Ja, aber nur auf 19 Grad hochgeheizt, oder? Oh, warte, lass mich. Nee, der große C sagt 21. Ach, gut. Ja. Dann geh doch da mal hin, wo es auch so richtig süß ist, wo es die Nährstange gibt, mal so in diese Ecke. Oder ich bleibe einfach hier stehen, weil ich es kann und sage, hallo, wer bist du? Ich bin Jasmin. Woher kommen Sie? Aus Tangermünde. Und in welchem Verein sind Sie ehrenamtlich tätig? Ich bin in der Freiwilligen Feuerwehr Tangermünde tätig. Warum haben Sie sich entschieden, ehrenamtlich tätig zu werden? Tatsächlich hat es bei mir so angefangen, auf meinem Dorf damals war nicht mehr zur Verfügung und dann war die Feuerwehr nur da. Und mittlerweile bin ich, glaube ich, fast 15 Jahre jetzt in der Feuerwehr und seit fast 10 Jahren in Tangermünde in der Feuerwehr. Das ist eine ganze Weile. Darf ich fragen, wie alt Sie sind? 24. Respekt. Und auch mit dir haben wir etwas Besonderes vor. Es werden nochmal ganz besondere Worte in deine Richtung gerichtet. Ich glaube, ihr habt da, Tina, glaube ich, im Programm auch von Radio Brocken mal eine ganze Woche gehabt, wo es nur um die Feuerwehren ging bei uns in Sachsen-Anhalt. Und deswegen gibt es die Laudatio jetzt von der Programmdirektorin von 89.0 RTL und von Radio Brocken, Tina Wilhelm. Hallo. Ist das Mikrofon? Das funktioniert? Nein, das geht so. Genau. Uns, die Jury, hat das Engagement und wirklich die Hingabe für die Feuerwehr von Ihnen, Frau Wilmer, absolut überzeugt. Ihre langjährige Mitgliedschaft seit 2009, Sie haben es gerade gesagt, Sie sind gerade mal 24 und die Entwicklung, die Sie gemacht haben von der Jugendfeuerwehr bis zum aktuellen Dienstgrad als Oberfeuerwehrfrau, finden wir wirklich beeindruckend. Sie sind auch seit anderthalb Jahren die Gesamtleiterin der Jugendfeuerwehr in Tangermünde. Sie besitzen Führungskompetenz und die Fähigkeit, andere zu inspirieren und zu motivieren. Aktuell gibt es ja sogar einen Aufnahmestopp bei den 10- bis 16-Jährigen. Und wo gibt es das schon? Wir finden das wirklich unglaublich. Und die konstante Bereitschaft, Zeit und Energie in die Förderung des Nachwuchses zu investieren, sind wirklich bewundernswert. Wir wissen das, der Holger Tapper hat es gesagt, wir sind ja auch mit 89.0 RTL und mit jungen Leuten unterwegs und viele Altersgenossen gehen eher eigenen Interessen nach und deswegen finden wir das ganz bewundernswert, was Sie da schon seit vielen, vielen Jahren machen. Frau Wilmer verdient diese ehrende Nennung für ihre Leidenschaft und für ihren Einsatz in der Jugendfeuerwehr, der Ortsfeuerwehr in Tangermünde. Ich kann dir nur empfehlen, da auch mal hinzufahren. Dein Kalender füllt sich jetzt. Es ist wirklich wunderschön da. Der Donnerstag und deswegen haben Sie diese ehrende Nennung in der Kategorie Kinder-, Jugend- und Sportarbeit absolut verdient. Herzlichen Glückwunsch.
Hast du es dir eigentlich aufgeschrieben, wo du überall hin darfst und vor allem wann? Wir machen es genau wie bei uns in der Sendung. Du merkst dir einfach alle Dinge und sagst mir dann, was ich zu tun habe. Das Mikrofon könnte schwierig werden. Ach, nein, ich glaube nicht. Also ich schätze mal, dass du dir alles gemerkt hast. Also donnerstags bin ich in Grevenhainichen, montags sammle ich Müll, freitags bin ich vielleicht in Tangermünde, vielleicht das ganze Wochenende dort. Ja, jetzt brauchen wir noch einen anderen Ort. Jetzt Tangermünde kennst du aber auch, ne? Elbdeich-Marathon? Ja, ganz liebe Grüße an den Carsten Birkholz. Ich gucke mal, ob ich im nächsten Jahr wieder dabei sein kann. Ich habe jetzt viel zu tun unter der Woche. Guck mal, und ich bleibe hier stehen und sage, hallo, darf ich fragen, wer Sie sind und ob Sie sich gerne vorstellen möchten? Ich bin Maria Hufenreuther und ich komme aus Quedlinburg. Sie können das Mikro auch selbst nehmen, das ist immer so unangenehm, ne? Wenn einem also das Mikro ins Gesicht gehalten wird, man weiß gar nicht, wohin mit dem Kopf. Dankeschön. Sehr gerne. Ja, was wollen Sie genau wissen? wir haben... Wir haben Ihren Namen, wir haben Ihren Wohnort. Wofür engagieren Sie sich? Also ich bin 2018 erst nach Quedlinburg gezogen und habe dann mir den Stadtplan vorgenommen, total altbacken, also nicht das Handy, und habe gesehen, dass es einen jüdischen Friedhof gibt in Quedlinburg und bin da sofort hingelaufen, weil ich mich schon immer für Friedhöfe begeistere, besonders für jüdische, und habe gedacht, oh, das ist ja wunderbar, also das, da muss ich sofort hin. Und bin da hingekommen und habe ja so eine Art Brache vorgefunden. Also es war eine große Wiese mit viel Kraut und ein paar Bäumen. Und dann habe ich beschlossen, das geht so nicht. Und habe gedacht, ich muss ja mal rausfinden, was da früher war und ob man da nicht einen schönen Friedhof draus machen kann. Und habe mir dann Mitstreiter gesucht. Ich habe versucht, mit der jüdischen Gemeinde zusammenzuarbeiten und mit verschiedenen Leuten aus der Stadt, weil da sind ja unheimlich viele Leute involviert in so einen Friedhof. Also der gehört der Stadt, wird aber verwaltet von der jüdischen Gemeinde und so weiter. Also es ist hochkompliziert, es waren sehr viele Leute. Und ja, am Ende haben wir es aber geschafft, einen Gedenkort daraus zu gestalten. Wir haben eine Künstlerin gefunden, die Steine uns geschenkt hat für den Friedhof, die sie bearbeitet hat mit Fußabdrücken. Und ich wollte eben gerne ein künstlerisches Steinprojekt dort haben, weil es eben keinerlei Reste mehr von Grabsteinen gab. Und dann dachte ich, okay, dann muss aber irgendwas mit Steinen dahin und mit diesen Fußabdrücken und das hat sehr gut gepasst. Dann haben wir aber auch noch Gedenktafeln für die Opfer in der Shoah angebracht an der Friedhofsmauer, weil ja, ich gesagt habe, okay, also die wären normalerweise wahrscheinlich dort bestattet worden und das konnten sie nicht werden, weil sie eben abtransportiert worden sind und deshalb bekommen sie aber wenigstens so eine Tafel an der Friedhofsmauer. Und dann haben wir noch eine große Gedenktafel auch mit einem anderen befreundeten Künstler aufgestellt. Also da waren unheimlich viele Leute involviert, die alle Lust hatten, das zu machen und kein Geld dafür genommen haben. Und das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Wir haben unter anderem zum Beispiel auch nach den Grabsteinen gesucht. Wir haben Leute gefunden, die da gegraben haben und so. Also es war ein Riesenprojekt über mehrere Jahre. Genau, das ist das eine. Soll ich noch mehr? Oder? Sie haben, immer raus damit. Heute sind wir nur für Sie da. Also das andere, was ich unheimlich gerne in so einer kleinen Stadt haben wollte, war ein Kurzfilmwettbewerb. Und ich habe vorher in Berlin gewohnt und hatte dort das Glück, sowas kennenzulernen. Also eine Interaktion zwischen Publikum und ja, Filme machen. Also wir haben ein Kurzfilmfestival ins Leben gerufen, das heißt Harzmovinale. Und dort können sowohl Amateure als auch Professionelle ihre Filme einreichen. Das gilt auch für Moderatoren. Und man kann dort nicht nur, man wird nicht nur von einer Jury bepreist, wenn man ausgewählt wird, sondern das Publikum wird am Ende dieses Wettbewerbs, am Tag der Veranstaltung mit dem Handy über eine App, auch Sieger küren dürfen. Und außerdem wird noch moderiert, werden die Filmemacher eingeladen, die kommen auf die Bühne und so. Also das war mir irgendwie sehr wichtig, so ein interaktives Festival ins Leben zu rufen. Und das läuft jetzt seit 6 Jahren und macht wirklich großen Spaß. Großartig. Dankeschön.
Sehr, sehr beeindruckend, was Sie alles machen. Ich möchte Ihnen gerne noch jemanden an die Hand geben. Dafür ist ja auch so ein Tag da, dass man sich austauschen kann, gerade was die jüdischen Friedhöfe angeht in Quedlinburg. Wir haben hier im Landtag den ehemaligen Landtagspräsidenten Dieter Steinecke. Schön, dass Sie heute Zeit gefunden haben. Sie sind in Anführungsstrichen im positiven Stress momentan. Morgen wird die Synagoge in Magdeburg eröffnet. Und auch gerade was die jüdischen Kulturtage angeht, sind Sie sehr, sehr engagiert. Deswegen an dieser Stelle von uns allen nochmal einen Riesenapplaus. Dankeschön, Herr Steinecke. Und wenn Sie denn über den kurzen Landtagsflur vielleicht da noch Kontakt aufnehmen können, gerne, das wäre wunderbar. Und das, was Sie jetzt gerade aus Ihrem eigenen Mund gesagt haben, klang schon mal wunderbar. Und das fassen wir für alle nochmal zusammen. Und zwar mit Herrn Dr. Backhaus-Maul. Nee, Herr Gallert, entschuldigen Sie bitte. Mit dem Landtagsvizepräsidenten Wulf Gallert. So, wir machen mal die nächste technische Variante heute. Ich bin das gewohnt. Sie haben da Erfahrung. Sehr ja, schön. Danke. Wobei auch diese technische Anlage nicht so einfach ist. Man muss einen ganz bestimmten Punkt erwischen, damit die Höhe stimmt. Also ich gehe zur insofern Seite. Ist das sozusagen auch nochmal nicht immer ganz risikofrei, trotz alledem. Also, liebe Anwesende, wer kann Frau Hufenreuther eigentlich besser würdigen als Frau Hufenreuther selbst, habe ich mich gerade gefragt. Aber trotz alledem werde ich dieser Aufgabe hier noch einmal versuchen, gerecht zu werden. Also, Frau Hufenreuther bringt sich aktiv in die Pflege und Erforschung des Weltkulturerbes in Quedlinburg ein und darin Informationen zugänglich zu machen. Da ist sie eine von vielen. Dezidiert nimmt sie sich aber der Pflege und Bewahrung des jüdischen Friedhofs an. Und alle von uns verbinden Quedlinburg mit dem Weltkulturerbe. Aber ich glaube, bis zu diesem Zeitpunkt haben nur wenige Quedlinburg mit dem jüdischen Friedhof verbunden. Und das, glaube ich, ist nochmal ein ganz besonderes ehrenamtliches Engagement. Es gibt viele Ehrenämter, da weiß man, den Beifall kriegt man. Das finden auch alle gut. Aber es gibt eben auch, und dafür ist Frau Hufenreuther heute ein Beispiel, Ehrenämter, da weiß man, da muss man sogar mit Widerständen rechnen. Da wird man möglicherweise nicht von jedem gelobt. Und wir wissen, das Thema, das hat sie noch mal ganz klar deutlich gemacht, ist ein Thema, das die deutsche Geschichte und Vergangenheit berührt und bis in den heutigen Tagen zu politischen Kontroversen führt. Ein Thema, das angesichts auch jüngst in Sachsen-Anhalt stattgefundener Verwüstungen und Schändungen von jüdischen Friedhöfen, zum Beispiel im September in Köthen oder im November im Gommern, zu keiner Zeit an Aktualität verliert und niemals vergessen werden darf. Die Jury zollt Frau Hufenreuther für ihr Engagement um das Weltkulturerbe in Quedlinburg im Allgemeinen und ihren Einsatz für die Pflege und Bewahrung des jüdischen Friedhofs und des jüdischen Erbes in Quedlinburg in besonderen Respekt, Hochachtung und hoher Anerkennung mit einer ehrenden Nennung in der Kategorie Kultur, Heimat und Brauchtum. Herzlichen Dank, Frau Hufenreuther. Schon schön zu sehen, wie verschieden und unterschiedlich sich die Leute engagieren, oder? Ja, vor allem ist es sehr interessant, dass die Jury sie vorher eigentlich mehr oder minder gar nicht kannte. Denn es wurde mit anonymisiert, wie heißt das, wenn man das nicht kennt? Anonymisiert. Sehr gut. Auch da werde ich dann Nachhilfe brauchen in absehbarer Zeit, gearbeitet, sodass man eigentlich gar nicht wusste, wer ist das, wer steckt dahinter, sondern auch dafür ist dieser heutige Tag da, um Sie kennenzulernen und Sie dementsprechend auch zu würdigen und nochmal Danke zu sagen. Ich würde nochmal rumlaufen, das macht mir so einen Spaß. Ja, ich habe es gemerkt. Oder musst du nur die Schuhe einlaufen? Ja, kann das auch. Die sind neu, die habe ich mir gestern erst gekauft, extra für Sie, ganz ehrlich. Tut ein bisschen weh, aber sind relativ bequem, machen sich keine Gedanken. Ich sehe schon, machen Sie auch nicht. Wunderbar. In welche Richtung geht es jetzt? Nach oben. Ja, das kann ich noch nachvollziehen. Und ich dachte, ich suche mir mal einen Mann aus. Wir hatten wundervolle Frauen, aber wir dürfen ja auch gerne. Ja, und ist bestimmt Männer. Auch noch ehrenamtlich engagiert. Der wird so, bestimmt würde ich fast vermuten, wenn er hier sitzt. Hallo, darf ich? Sie haben mich vorhin gefragt, wo Sie sitzen dürfen. Gerade eben habe ich gesehen, Sie haben sich jetzt hier oben eingefunden. Wer sind Sie? Woher kommen Sie? Bei welchem Verein sind Sie tätig? Ja, einen schönen guten Tag. Mein Name ist Michael Böldiger. Ich komme aus der schönen Goethestadt Bad Lauchstädt im südlichen Sachsen-Anhalt. Hier im Ortsteil Groß-Grevendorf, kleines 500-Einwohner-Dorf. Und bin dort tätig beim örtlichen Sportverein, der Sportvereinigung Groß-Grevendorf. Ja, womit beschäftigen wir uns? Im Schwerpunkt mit der sportlichen Betätigung von Kindern. Wir haben circa knapp über 400 Mitglieder jetzt und circa drei Viertel davon sind Kinder und Jugendliche.
Und das ist uns ein besonderes Anliegen, dass die für einen sehr, sehr, sehr geringen Vereinsbeitrag Sport machen können, egal woher sie kommen, ob sie aus einer wohlbetuchten Familie kommen, ob sie aus Familien kommen, wo sie halt wenig Mittel zur Verfügung sind oder ob sie irgendwo im Kinderhaus wohnhaft sind, dass diese Kinder und Jugendlichen halt eine Möglichkeit haben, in der Gemeinschaft etwas zu erleben, den Teamgedanken kennenzulernen. Und das ist so der Schwerpunkt unseres Vereins. Da geht es nicht darum, um irgendeinen Fußball-Bundesliga-Profi oder einen Hochleistungsturner zu entwickeln, sondern dass einfach jeder die Möglichkeit hat, sich sportlich zu betätigen. Super. Sport, da wo jeder gleich ist. Und genau das wird gewürdigt werden. Und zwar mit den Worten von Herrn Dr. Backhaus Maul. Frau Rathke, ich glaube, Sie müssen auf Herrn Tapper jetzt gut Acht geben. Also der kriegt so viel Inspiration in diesem Raum, nicht, dass er übermütig wird und sich übernimmt, was man oft im Engagement macht. Also wenn man ganz, ganz viele Sachen in kurzer Zeit macht, außer man ist gut organisiert. Und damit sind wir jetzt bei Herrn Bödecke. Und wir sind in Groß-Gräfendorf, sicherlich ein bekannter Ort bei Bad Lauchstädt, um das kurz zu sagen. Das Themenfeld zunächst, in dem wir Herrn Bödecke würdigen und anerkennen, ist der Bereich Kinder-, Jugend- und Sportarbeit. Da könnten Sie sagen, ja gut, also ich würde sagen, fast die Hälfte von Ihnen ist in dem Bereich tätig. Also was rechtfertigt jetzt hier die besondere Hervorhebung? In der Kategorie gucken wir nach Präventionsarbeit, nach Jugendbeteiligung. Wir schauen nach Breitensport, das klang schon eben durch. Die Frage der Integration, Inklusion, wie bei der Feuerwehr, das sind so Themen, die für uns in der Bewertung eine Rolle gespielt haben. Und als Soziologe gucke ich dann natürlich so ein bisschen in die Unterlagen und vertiefe mich auch drin. Also ich recherchiere dann so ein bisschen und was man bei Michael Bödecke feststellen konnte, das kann man bei vielen von Ihnen sicherlich auch, schon steht drin, in der Kindheit, schon als Jugendlicher, also man muss da früh anfangen, also bis in die Studienzeit, also da ist so eine biografische Kontinuität, das macht einen dann neugierig. Und dann stand in den Unterlagen, ja, für die Entwicklung des Breitensports, insbesondere des Kinder- und Jugendsports, zeigt er über diese lange Zeit verantwortlich. Ja, kann man sich dann fragen, das trifft auch auf möglicherweise viele andere zu, warum also die Sonderung? So, dann recherchiert man weiter und dann liest man etwas, von dem ich weiß, das hat Frau Willem auch so besonders gefallen. Man liest bei ihm, er war, deswegen auch der warnende Hinweis, Herr Tapper, er war Vorstandsmitglied, Chronist, Mitgliederverwalter, das muss man sich merken, Mitgliederverwalter, Nachwuchstrainer, Organisator von Wettkämpfen und Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeiter, Schriftführer, Jugendleiter der Abteilung Fußball. Puh, also das war jetzt, na gut, also von Kindheit bis Jugend, das ist schon eine lange Phase, aber es war, ist viel. Und dann kam so ein Satz, der sprach mich als Verwaltungswissenschaftler dann an. Er wurde gelobt als besonders effizient. Und, ganz wichtige Kategorie, absolut zuverlässig. Also so kenne ich ja über die Jahre auch Engagierte. Also, und dann wurde noch nachgelegt und es wurde gesagt, ihm ist es gelungen, in dem kleinen Ort, bei Bad Lauchstädt, in dem Ortsteil, die Mitgliederzahl in 15 Jahren, das müssen Sie auf der Zunge zergehen lassen, von 120 auf 380 zu verdoppeln. Ich bin es ja gewohnt, dass man mir ins Wort fällt. Das ist wie in einer Vorlesung in der Uni. Bitte, Herr Bödecke. Genau, da muss ich Sie korrigieren. Wir müssen ja immer zum, heute ist der 9., zum 10.12. die Mitgliedernennung an den Landessportbund bringen und wir sind jetzt knapp über 400. Das hat Herr Bödecke mich so eingeschüchtert, ich traue mich jetzt nicht, die zweite Zahl zu nennen, aber mit der Rückendeckung von Herrn Tapper mache ich das jetzt. Der Nachwuchsanteil in diesem kleinen Ort liegt bei 250 Kindern. Das ist fast so wie bei der Feuerwehr mit Aufnahmestopp, würde ich fast vermuten, aber nicht widersprechen bitte an der Stelle. So, wie erklärt man sich diese effiziente Mitgliederverwaltung, Mitgliederbindung, was für viele Engagierte ein großes Thema ist?
und gerade bezogen auf junge Menschen. Wie macht man das? Ich habe gegrübelt, wir haben nachgedacht, woran kann das liegen? Wie kann jemand so gut organisiert sein? Ich hatte einen blinden Fleck und dann stellte ich fest in der Biografie, ein Offizier der Bundeswehr. Ja, der kann sowas. Ich meine, ich kenne auch andere Zivildienstleister, die das können, aber das lag irgendwie nah, das passt und das ist wirklich sehr überzeugend. Und man sucht dann noch ein bisschen tiefer in den Unterlagen und findet dann noch was. Also, und sieht dann, er hat eine Diplomarbeit geschrieben und die hat mich natürlich als Wissenschaftler besonders interessiert. Mit an der Hochschule der Bundeswehr, die sehr, sehr gut ausgestattet ist, auch personell, im Bereich der Sozialwissenschaften, konkret der Erziehungswissenschaften. Das fand ich umso bemerkenswerter. Mit dem Titel Erziehung zur Männlichkeit im Deutschen Kaiserreich. Und da muss ich sagen, meine ganz besonders hohe Anerkennung, eine reflektierte Auseinandersetzung mit der Frage von Männlichkeit. Ich erlebe das ja an anderen Orten dieser Republik, dass Männlichkeit mit Wehrhaftigkeit gleichgesetzt wird. Nein, Sie sagen differenziert, was sind die Probleme, wenn man so eng sozialisiert wird und welche Spielräume gab es da. Also eine kritische Auseinandersetzung, die aktueller nicht sein könnte. Sie haben dann, wenn ich das so sagen kann, bescheiden gesagt, schon lange her. Dieses Thema, die Rolle von Männern, ist ein hochaktuelles Thema. Und dass das im Kontext einer Bundeswehrhochschule diskutiert wird, verdient besondere Anerkennung, wobei ich aber auch weiß, das ist nicht unbedingt selten in einer modernen Universität der Bundeswehr. Das war übrigens eine exzellente Qualifikationsarbeit, aber das will ich nicht weiter vertiefen. Meine Damen und Herren, ich bin aufgewachsen in so einer Sitzung, in einer Zeit, wo es hieß, Bundeswehrsoldaten sind Offiziere in Uniform, Bürger in Uniform, hieß es damals. In Kenntnis dessen, was wir als Jury über Sie gesehen haben, Herr Böldeke, erfahren durften, würde ich sagen, ja, es handelt sich hier um einen besonders engagierten, nachdenklichen und kritischen Bürger mit einer Uniform. Und das ist eine Mischung, von der ich sagen muss, ja, die verdient besonders hohe Anerkennung. Sie haben uns beeindruckt als Jury, Sie haben uns auch erfreut. Ihre ehrende Nennung sei hier an dieser Stelle deutlich erwähnt. Unser besonderer Dank ist Ihnen sicher. Dankeschön. Kommst du jetzt zurück? Möchtest du mal was trinken oder bleibst du da oben stehen? Ich habe ein bisschen Durst und einen trockenen Mund, das gebe ich zu, aber ich würde noch einmal hier versuchen, mich durch die Reihen zu... Danke, das ist sehr freundlich von Ihnen. Vielen Dank. Dankeschön. Schöner Anzug. Gefällt mir sehr gut. Sehr gut. Vielleicht könnt ihr euch beide vielleicht nochmal zusammentun wegen der Klamotten. War das jetzt ein indirektes Kompliment von deiner Seite oder ein Hinweis, mich anders beide anzuziehen? Beide ziemlich stylisch aus, finde ich. Das ist hübsch, das gefällt mir. Sehr hallo, gut. Guten Tag. Hallo. Oh, hier wird es ein bisschen enger, es tut mir leid. Oh, ist das Samt? Das ist Samt. Das sieht auch sehr schön aus. Vielen Dank. Dankeschön. Hallo. Hi. Geht's Ihnen gut? Darf ich fragen, wer Sie sind, woher Sie kommen und von welchem Verein Sie sind? Ja, Axel Mitzger, Verein Dümner Heide. Aus der Dümner Heide, einer wunderschönen Waldlandschaft im Südosten Sachsen-Anhalts mit einem Anteil auch in Sachsen. Was machen Sie am liebsten in Ihrem Verein? Ja, draußen sein, im Wald sein. Also wir bewahren ja im Verein mit 400 Mitgliedern diese Landschaft, diesen wunderschönen länderübergreifenden Naturpark. Und da kommt man vielleicht so aus dieser, ich bin ja gespannt, was jetzt passiert, so aus der grünen Naturschutzecke raus und in eine vollkommen neue Dimension. Die Dümner Heide ist ja 30 Kilometer vor Leipzig. Das ist also der Vorgarten der Leipziger. Und Leipzig ist eine sehr große, pulsierende Stadt. Mal vielleicht hier aus Magdeburger Sicht immer gar nicht so auf dem Schirm. Es ist natürlich für Sachsen-Anhalt kann ich noch ein bisschen ausholen, für Sachsen-Anhalt ein Segen, dass Leipzig mit Halle zusammen
in Mitteldeutschland pulsiert, weil das belebt ja den ganzen südlichen Raum Sachsen-Anhalts. Aber es ist auch wichtig, da geht es nicht nur um Wirtschaft und um Geld und um Wachstum, sondern es geht am Ende auch um die Menschen, die dort wohnen, die dort heimisch wären, die kommen aus Hamburg, aus München, aus Berlin. Und die sind am Wochenende alle in der Dübener Heide. Also das war auch vor 4 Wochen so, da war noch kein Schnee, da waren noch viele Pilze da. Und dann suchen die alle Pilze. Und dann bin ich immer wir froh als Naturpark, dass wir vor 30 Jahren den Naturpark eingerichtet haben. Weil auch Menschen aus hypermodernen Metropolen ja dieses fast sakrale Verhältnis zur Wildnis suchen, zum Waldbaden. Und dafür brauchen sie uns als Hüter vor Ort. Und zu der aktuellen politischen Dimension kommt dann eben dazu, der Wald ist ein Kommunikationsraum, um Stadt-Land-Spannungen oder Missverständnisse zu überwinden. Also das war uns vor 30 Jahren nicht so bewusst. Also wo wollen wir miteinander reden? Leute aus der Stadt, Leute vom Dorf, also die mitunter anders sozialisiert, andere Fantasien im Kopf haben, als in unserem gemeinsamen Wald. Und das spielt überhaupt keine Rolle, wer im Grundbuch steht. Und da ist jeden Tag jede Menge zu tun. Das fängt mit Bibern an und hört mit Wölfen auf und eben auch mit... Ja, na klar, die sind da. Deswegen kommen ja die Leute aus der Stadt. Deswegen ist es ja auch gut, dass die Wölfe da sind. Ne? Sonst, das ist immer spannend, wenn man in Leipzig unterwegs ist und fragt, kennt ihr die Dübener Heide? Nee, aber gibt es da Wölfe? Ich sage, Mensch, wir haben auch Adler und Schwarzstörche, aber ihr wollt immer Wölfe sehen. Ja. Also das ist, kann ich noch ein bisschen ausholen, auch in der Debatte der Energiewende nicht zu unterschätzen, was Windräder im Wald betrifft. Also das kann in einen heiligen Ort vielleicht solche urbanen Elemente nicht stellen. Ich hoffe, die Leipziger unterstützen und helfen uns da. Trifft aber auch die Hallenser, also Sachsen-Anhalt, der Dessauer. Das ist alles nicht neu, das geht schon seit 100 Jahren so in der Dübener Heide und wir sind als Heideverein so der, mit unseren 400 Mitgliedern, der aktuelle Verwalter und Behüter. Ist immer schön mitzubekommen, wie euphorisch Sie auch von Ihrem Engagement reden. Und das haben Sie sich wahrlich verdient, wie sehr Sie dahinter stehen. Und Sie haben 2, 3 Punkte angesprochen. Die können Sie gerne nachher auch beim Mittagessen, schließlich sind alle diejenigen Ansprechpartner da, heute gerne nochmal vertiefen. Dafür kann man diesen Samstag, diesen heutigen Tag auch gerne nutzen. Und das, was Sie selbst angedeutet haben, wie Sie sich engagieren, das möchte man ganz gerne noch ein wenig vertiefen. In der Laudatio vom Chefredakteur der Mitteldeutschen Zeitung und der Volksstimme von Marc Rath. Ja, Axel Mitzger hat von 30 Jahren gesprochen. Es sind sogar 34 Jahre nach den Unterlagen, die die Jury hatte, seitdem er sich für die Dübener Heide stark macht. Denn 1990 ist dieser Verein gegründet worden und seit über 20 Jahren, man sieht es ihm eigentlich gar nicht an, ne, ist Herr Mitzger der Vorsitzende. Und wenn man sich das auch mal an dieser Stelle vergegenwärtigt, 34 Jahre, da waren zum einen noch ganz andere Zeiten. Es ging damals um in runden Tischen darum, was ist mit dem Braunkohleabbau, wie geht das da weiter, was bedeutet das am Ende für Abbaggerungen in einzelnen Orten. Also eine Situation, ich würde einmal sagen, vor 34 Jahren gab es diesen Landtag noch nicht, auch diesen Ort, an dem wir heute, an diesem Ort, an dem wir heute sitzen. Das Hohe Haus hatte noch eine ganz andere Verwendung. Insofern haben Sie schon ein bisschen mit dazu beigetragen, die Wurzeln für diesen Aufbruch, der dann auch in den Parlamentarismus und in eine freiheitliche Demokratie führte, mit aufzubauen. Das finde ich, auch was Sie dann erzählt haben, wie wichtig dann das im Alltag ist, eigentlich auch mal bedeutsam einmal auch miteinander zusammenzubringen, weil auch das macht, glaube ich, den Wert von Engagement aus. Herr Mitzger hat einige Dinge erzählt, wie wichtig, ich bin ja auch an vielen Tagen in einer dieser dynamischen Städte zu Hause, eben sein und das Tun seiner 400 Mitstreiterinnen und Mitstreiter ist. Und das hat die Jury auch beeindruckt, dass es eben um inzwischen sämtliche Generationen geht und auch um Themen, die auch weit über den, wenn man so will, klassischen Naturschutz hinausgehen. Denn wenn man es mal zusammenfasst, bringt dieser Verein den Bürgerinnen und Bürgern die Heimat- und Brauchtumspflege näher. Er schafft damit Verbundenheit, Zugehörigkeit,
und Identität, wie wir es finden, wichtige Pfeiler für die Gemeinschaft. Für dieses dauerhafte und langfristige Engagement, das zugleich eine nachhaltige Wirkung und einen unmittelbaren Beitrag für die Gesellschaft leistet, spricht die Jury Herrn Mitzger nicht nur ihren Respekt aus, sondern zollt dem langanhaltenden und auch politischen Einsatz, auch das klang ja eben durch, für den Alt und die Pflege der einzigartigen Naturlandschaft Dübener Heide mit einer ehrenden Nennung in der Kategorie Umwelt und Nachhaltigkeit Respekt, Hochachtung und hohe Anerkennung aus. Herzlichen Glückwunsch. Herr Mitzger, ich hätte noch ein kleines Angebot für Sie. Sie haben uns so wunderschön von den Bibern erzählt, die es in der Dübener Heide gibt und viele andere tolle Tiere. Ich habe mal in Pressel eine Trollhöhle entdeckt. Falls Sie die auch mal gerne kennenlernen möchten, zeige ich Ihnen das gerne. Meine Kinder haben mich darauf aufmerksam gemacht, verschiedene Nächte dort verbracht. Kann ich Ihnen auch gerne mal zeigen. Denn schließlich zeigt mein Kalender ja noch den Freitag an, an dem ich frei habe. Da komme ich mal zu Ihnen in die Dübener Heide. Dankeschön nochmal. Glückwunsch und Glückwunsch Ihnen allen. Und danke, ein riesengroßes Dankeschön Ihnen allen, dass Sie sich ehrenamtlich engagieren. Dass Sie von den Landtagsabgeordneten vorgeschlagen sind, dass Sie heute den Weg in den Landtag gefunden haben. Bitte bewahren Sie sich das. Ich habe gerade selbst gesagt, hier einfach machen. Sie machen das schon seit Jahren, seit Jahrzehnten. Wäre schön, wenn Sie durch Ihre Person, durch auch das, was wir heute gehört haben, noch mehr Menschen gewinnen können, die sich ehrenamtlich engagieren. Und zwei von Ihnen möchten wir heute auf ganz besondere Art und Weise ehren. Und dazu darf ich den Geschäftsführer des offenen Kanals aus Magdeburg ans Pult bitten, Herrn Felix Kaminski. So, hallo nochmal. Ich habe eine wirklich große Ehre und freue mich, das jetzt hier vortragen zu dürfen. Die jetzt zu ehrende Person engagiert sich für einen gemeinnützigen Verband in Sachsen-Anhalt, der heute rund 1000 Mitglieder hat und 1990 gegründet wurde. Etwa 200 ehrenamtliche Mitarbeitende und Helfende beraten und betreuen die Mitglieder in rund 100 Selbsthilfegruppen, welche die Basis der Verbandsarbeit darstellen. Ein weiterer wichtiger Bestandteil des Engagements ist die Organisation von Begegnungen, Veranstaltungen und Ausflügen in die ganze Bundesrepublik, was neben Kurzweiligkeit und Geselligkeit auch zum überregionalen Austausch und zur Vernetzung führt. Mit ihrem langjährigen und dauerhaften Engagement unterstützt, stärkt und ermächtigt die zu ehrende Person Betroffene und deren Angehörige in ihren ganz persönlichen Lebensbereichen und setzt sich darüber hinaus für die Interessen in einer in Medien und Gesellschaft oft stigmatisierten Bevölkerungsgruppe ein. Eine dieser vielen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen gehört dem Vorläufer des Verbands bereits seit 1986 an. Sie leitet die Bezirksgruppe und organisiert seit 37 Jahren die Treffen der Selbsthilfegruppe in Wandsleben, die für viele Betroffene in der Region die erste Anlaufstelle ist. Hier werden Menschen aufgefangen, persönliche und gesellschaftliche Probleme besprochen, sowie konkrete Hilfestellungen und Tipps gegeben. Sie lädt außerdem regelmäßig interessante Gäste aus Politik, Medizin und Bundesbehörden ein, schafft so ein gegenseitiges Verständnis und setzt einen Fokus auf die Interessen und Belange von blinden und sehbehinderten Menschen in Sachsen-Anhalt. Aus diesem Grund freue ich mich sehr, Ihnen die Entscheidung der Jury für den Ehrenamtspreis des Landtags Sachsen-Anhalt mitteilen zu dürfen. Der Hauptpreis in der Kategorie Soziales und politisches Engagement geht im Jahr 2023 an Ingrid Freitag aus Wandsleben. Sie bekommen auch nicht nur diesen wunderbaren Applaus, der Sie hoffentlich weiter motivieren wird, sich weiterhin zu engagieren. Der Landtagspräsident ist aufgestanden, ihn zu ehren, um Ihnen auch noch etwas zu überreichen. Es ist etwas ganz Besonderes, dass man ja mit den Gedanken, mit Ihrer Person
in die Hände einer Künstlerin gelegt hat, die in Halle ansässig ist seit 2014 und dort sich mit Holzbildhauerei auskennt und sich ihrer angenommen hat und daraus eine wunderschöne Figur geformt hat. Und die wird Ihnen jetzt überreicht vom Landtagspräsidenten Dr. Gunnar Schellenberger. Eine Figur von Tilla Messermann. Für Sie. Das Spannende ist wirklich, dass diese Figuren, die beiden Figuren, also wirklich ein Unikat sind, die sind extra entworfen. Und deshalb war das auch wichtig, dass die Jury rechtzeitig arbeiten kann, damit die Künstlerin nämlich noch ein bisschen Zeit hat, das Porträt entsprechend umzusetzen. Und wenn Sie ganz genau hinschauen, werden Sie sich einfach wiedererkennen. Ja, genau. Und das... Und das ist ja wirklich, das ist wirklich das Tolle an diesem Ehrenamtspreis. Und Sie können ja dann schon fast in die nächste Kategorie gucken. Wer sieht ungefähr so aus wie der Nächste da unten, der kann sich dann Hoffnung machen, dass er den zweiten Preis kriegt. Also für mich ist eine ganz große Freude und Ehre, Ihnen das zu überreichen. Aber an der Stelle muss ich einfach mal sagen, auch danke an die Verwaltung. Danke an die Verwaltung, dass sie alles so wunderbar organisiert hat mit der Jury. Also ich glaube, es wird ein gelungener Tag heute, von dem wir schwärmen können. Also Dankeschön an die Mitarbeiter, die das alles so wunderschön vorbereitet hat. Ja, ich danke auch. Wir beide nehmen. Halt, stopp. Wir nehmen ein Stück zurück. Das wird nicht das einzige Foto heute bleiben. Ich darf Ihnen jetzt schon den Hinweis geben, dass wenn wir nachher zum Restaurant gehen, dort auch noch eine Fotowall ist, ob wir natürlich nachher auch gerne noch möchten, dass wir die zu Ehrenden und die wir geehrt haben, hier auch alle gemeinsam fotografieren, natürlich mit der Jury, mit dem Landtagspräsidenten und mit dem Herrn Vizepräsidenten, der jetzt den Gegenstand oder vor allem vielmehr die Person hinter dieser tollen Figur beschreibt. Herrn Wolf Göllert. Ja, liebe Anwesende, ich bin sozusagen, habe die Ehre, den zweiten Ehrenamtspreisträger heute hier vorzustellen. Und ich werde dessen Namen am Ende sagen. Ich sage aber einen Namen am Anfang, eine Person, die hier im Raum ist und die jeder kennt. Und das, was ich über ihn erfahren habe, erinnerte mich sehr an diese Person. Und dass diese Person, an die er mich erinnert, ist Dieter Steinicke. Dieter Steinicke, ehemaliger Landtagspräsident, ist sozusagen die Inkarnation des Ehrenamtes. In Magdeburg gibt es den Spruch, man muss die Mindestzahl für die Gründung eines Vereins haben, um im Vorstand sich anzumelden als e.V. In Magdeburg gilt diese Zahl minus 1 plus Dieter Steinicke. Das ist auch das, was ich erfahren habe. Das Interessante an der Biografie dieser Person, die ich jetzt vorstelle, ist, dass er offensichtlich in seiner Heimatstadt ähnlich engagiert ist. Aber Dieter, entschuldige bitte, es gibt einen Unterschied. Er ist 50 Jahre jünger. Er ist ein Vertreter der jungen Generation dieses Ehrenamtes. Ich habe vorhin rumgeguckt, ich hatte fast gesagt, vielleicht ist er heute der Jüngste im Raum. Das traue ich mir allerdings jetzt nicht mehr. Er ist 22 Jahre alt. Er ist jetzt schon ein erfahrener Kommunalpolitiker und Stadtrat und hat sich dort auch insbesondere in seiner Stadt für die Jugend engagiert. Aber das ist nicht der Grund, warum er heute hier ist, warum ich heute hier stehe und diese Laudatio halte. Er ist jemand, der sich schon in seiner Jugend sehr viel für die sozialen Zusammenhalte, für die sozialen Belange in seiner Stadt engagiert hat. Also schon als 17-Jähriger, es gibt eine Kooperation mit einer evangelischen Initiative Jedermann in seiner Stadt, mit der er angefangen hat, bestimmte Projekte heranzuschieben, hat sich dann aber mit einem weiteren Menschen in seiner Stadt zusammengetan und hat zu zweit eine Stadtrauminitiative gegründet. Sie haben mit zwei angefangen, jetzt sind es 15 Mitstreiter und Holger Tapper.
Zweimal im Monat, am Montag, gibt es Küche für alle auf der Straße. Also nach dem Sammeln des Mülls in Halle bitte nach Weißenfels zur Küche für alle gehen. Zweimal im Monat werden dort inzwischen bis zu 250 Portionen ausgegeben. Der Grund für diese Initiative war übrigens die Zuspitzung der sozialen Lage, auch und gerade in seiner Stadt bei der Explosion der Energiepreise. Da haben sich überlegt, was können wir tun für die Menschen? Sie finanzieren das aus Spenden, zum Teil von Restaurants, zum Teil von Menschen, die es sich leisten können. Sie haben mit 40, 50 Portionen angefangen, jetzt sind es bis zu 250 Portionen und diejenigen, die häufig oder immer kommen, die stehen und warten schon. Und es ist für sie nicht nur das Essen, es ist für sie, die dorthin kommen, die soziale Wahrnahme. Es ist ein sozialer Raum, den er mit seinen Mitstreitern dort bietet. Sie haben sich aber darüber hinaus in dieser Stadtrauminitiative mit weiteren Dingen auseinandergesetzt. Sie haben gesagt, wir brauchen Initiativen, diese Stadt schöner und lebenswerter zu machen und sind auf die Idee gekommen, zusammen mit der Stadtverwaltung, aber auf ihre Initiative hin Pflanzaktionen zu machen. Sie organisieren Pflanzen, diskutieren mit der Stadtverwaltung, wie und wo die am besten eingepflanzt werden, rufen dazu auf, Begrünungsanlagen in diese Stadt mit hineinzubringen, um für alle einen Mehrwert und eine zusätzliche Lebensqualität mit zu organisieren. Und dann gab es tatsächlich vor nicht allzu langer Zeit eine neue Idee. Wir reden hier über eine mittelgroße Stadt, wir reden nicht über ein Zentrum mit einer Hochschule. Wir reden über eine mittelgroße Stadt, in der aber auch ein Thema präsent ist, auf der Straße ist, zum Teil sehr kontrovers diskutiert wird, und zwar Menschen, die nicht in das normierte heterosexuelle Weltbild passen. Und die Idee von ihm als Organisator zusammen mit seinen Mitstreitern war, lasst uns bitte das erste Mal in dieser Stadt mit weniger als 30.000, oh, hoffentlich sage ich keinen Fehler, mit etwas mehr als 30.000 Einwohnern, lasst uns in dieser Stadt ein CSD durchführen. Und viele waren am Anfang der Meinung, völlig verrückt. Sowas kannst du in Magdeburg machen, sowas kannst du vielleicht in Halle machen, aber doch bitte hier nicht bei uns in unserer Stadt. Und er hat sich über die Widerstände, zum Teil über die Anfeindungen diesbezüglich hinweggesetzt, hat sich Mitstreiter gesucht und zusammen mit 4, 5 weiteren Mischern den ersten CSD in seiner Stadt organisiert, durchgeführt, und 800 Menschen haben an diesem CSD teilgenommen. Gegen Widerstände, gegen die Dinge, die ihm auch bewusst wurden. Wir ehren den Weißenfelser Erik Stehr heute mit dem Ehrenamtspreis des Landtages. Bitte. Korrekt, ich muss ja erstmal vergleichen, ob das wirklich so stimmt vom Gesichtsausdruck, aber ich kann sagen, also die Künstlerin hat eine sehr wertvolle Arbeit geleistet und vielleicht in 1, 2 Jahren siehst du immer noch so jung aus, aber das Ehrenamt, deine Arbeit musst du natürlich erhalten. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben ja heute schon einige Ziffern korrigiert. Vielleicht können wir auch die Teilnehmerzahl bei dem CSD bei euch in Weißenfels ja auch bald korrigieren und nicht nur von 800 sprechen, sondern noch von viel, viel mehr. Ich danke dir für dein tolles Engagement. Super. Danke. Jetzt bist du gerade wieder auf deinen Platz gegangen. Ich möchte dich eigentlich ganz gerne bitten, dass du nochmal hier stehen bleibst. Und ich möchte gerne Ihnen allen nochmal danken und auch im Namen von Nadine
möchten wir Ihnen danken, dass es Sie gibt, dass Sie sich in unserer Gesellschaft ehrenamtlich engagieren. Und wir möchten uns recht herzlich auch beim Landtag bedanken, bei der Idee, uns heute hier an diesem Samstag in den Plenarsaal zu führen, so Ihnen ein paar Worte mit auf den Weg zu geben. Vor allem, dass Sie jetzt auch meinen Kalender gefüllt haben. Vielen Dank dafür. Von Montag bis Sonntag bin ich jetzt ausgebucht, aber im positiven Sinne. Sag Bescheid, ob du noch Zeit für die Arbeit hast. Durchaus. Ich würde dich ansonsten meinem Chef entschuldigen. Ich rufe kurz vorher an, kurz vor knapp. Ansonsten darf ich bitte alle, die eine besondere Ehrung erfahren haben. Heute sind alle besonders, aber gerade deren Namen heute nochmal explizit gefallen ist, mit der Jury hier nach vorne bitten, damit wir das auch für die Nachwelt dokumentieren können, fotografisch festhalten können. Auch wenn Sie den heutigen Tag nicht direkt eröffnet haben, dürfen Sie die Sitzung schließen, die Ehrungsveranstaltung. Aber ich glaube, dass wenn jetzt mit, also wir haben so viele schöne Sachen gehört und wir haben lange überlegt, womit man das noch toppen kann. Wir haben Ihnen ein Wort zurechtgelegt, was in kulinarischer Richtung, glaube ich, angelehnt ist. Aber vorher, nochmal Ihre Worte, Dr. Schellenberger, Sie haben schon diesen heutigen Tag so gewertet, indem es ein wunderbarer, toller Samstag ist mit wirklich wundervollen Menschen, die vorgeschlagen worden sind, und es war schön, Sie alle kennengelernt zu haben. Ja, danke. Danke, liebe Nadine Radke, lieber Holger Tapper. Bei dir bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Da muss man immer, wenn du erzählst, muss man noch mal genau hinhören, ob dann wirklich alles stimmt. Aber ich glaube, wir haben uns in den 2 Stunden hier gut vertragen und nicht gekappelt. Alles andere werten wir dann noch mal aus. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch. Ihr habt das super, super durchs Programm geführt. Nochmal zum Schluss, ich möchte mich wirklich bei allen nochmal bedanken. Bei den Abgeordneten, bei dem Ältestenrat. Ich glaube, diese Idee war eine sehr coole Idee. Und ich glaube, das zeigt, dass wir Ihnen sehr, sehr dankbar sind. Und das nicht nur zum Tag des Ehrenamts, sondern das ganze Jahr über. Da kann man nochmal einen Applaus von oben zeigen. Und wie schon gesagt, werden wir das auch entsprechend aus. Also jetzt wollen wir erstmal noch bei guter Kulinarik gemeinsam ins Gespräch kommen. Und für Sie ist es, glaube ich, sehr wichtig, dann auch ein paar Erinnerungsstücke zu haben. Sprich halt Fotos. Die ersten Anmeldungen sind also schon da. Es gibt im Speisesaal dann oder in der Kantine gibt es eine extra Fotowand mit dem roten Teppich. Das haben wir heute mal ein bisschen weggelassen. Wir wussten dann nicht, welche Farbe wir nehmen. Deshalb haben wir keinen Teppich. Aber wir haben eine gute Fotowand. Und Sie haben natürlich auch so eine kleine Dankeschön-Tüte. Und bei der Dankeschön-Tüte ist zum Beispiel auch eine Postkarte drin. Und diese Postkarte hat einen ganz besonderen Vorteil. Da finden Sie nämlich einen Link. Und auf diesem Link finden Sie dann die ganzen Fotos, die von heute gemacht worden sind, diesen ganzen Mitschnitt. Sie können also im Prinzip alles nochmal runterladen, sodass Sie auch wirklich entsprechend dann sehen, wie sind Sie rübergekommen, welche Bilder gibt es von heute. Und ich glaube, die Medien werden entsprechend nochmal darüber berichten.
und wir werden gemeinsam auswerten. Also ich könnte mir vorstellen, dass der Landtag sagt, die Veranstaltung ist so cool, ziehen wir nächstes Jahr wieder durch. Vielleicht gehen wir ein bisschen außerhalb von der Weihnachtszeit, damit wir mehr Zeit für Plätzchenbacken haben. Jetzt lade ich Sie ein, kommen Sie mit in die Kantine. Wir reden gemeinsam weiter, gute Fotos, gute Gespräche. Herzlichen Dank, dass Sie hier waren, dass Sie heute unsere Gäste waren. Und wir bedanken uns bei Ihnen für Ihre Arbeit. Und Holger Tapper wird Sie jetzt fleißig unterstützen. Und wenn er irgendwo nicht auftaucht, bitte mir Bescheid sagen.